Also wollen wir mal reingucken, was ich so geholt habe. Ich habe mir neue Sachen besorgt, ja, von dem guten Kollegen, bei dem ich jetzt einige Yu-Gi-Oh! Sachen auch gekauft habe. Und da bin ich wieder hingefahren und habe mir diverse alte Geschichten geholt. Bin ich auch sehr zufrieden drüber und werde natürlich in Zukunft auch mal gucken, dass ich diese ganzen Sachen irgendwie in schöne Cases packe. Ja, ein paar bringe ich jetzt auch zur Bank. Zuallererst habe ich ja gerade schon gezeigt, ja. Da ist er. Kleine Story zu dem Ding, also das ist der Totenkopfdrache, meine absolute Lieblingskarte im Metal Raiders Display von damals. Ja. Das ist eine PSA 10, ist zwar eine Unlimited, ich weiß Leute, aber ob die Karte jetzt Unlimited ist oder in First will ich sie mir noch holen, ich werde sie mir besorgen, definitiv, aber jetzt habe ich erstmal eine Unlimited-Karte und damit bin ich schon zufrieden. Bei mir ist es oft so, dass ich auf diese Psycho-Karten, also vor allem dieses Lila in Karten, das spricht mich irgendwie an. Ich mag so diese dunklen Karten und das hier ist ja die Zucht aus dem Summon Skull und dem Rotäugigen. Gefällt mir einfach mega gut, diese Karte, deswegen habe ich sie mir geholt. Preise werde ich jetzt nicht nennen. Ich habe aber einen Rabatt bekommen, weil ich mehr genommen habe. So, nächste Sache ist was sehr, sehr Schönes. Und zwar das hier. Ja. Das ist das LOB Display in der ersten Edition. Englisch. Kein North American. Aber ziemlich nice. Sehr schwer zu bekommen, mittlerweile auch sehr teuer. Ja, also ich glaube, ich habe noch einen ganz guten Preis erwischt. Aber ich bin mir da definitiv sicher, dass das Teil in der Zukunft ja, einfach nur noch teurer wird. Ja. Ist halt krass, da ist der blaue Drache drin, den kann man da ziehen. Unter anderem, es gibt natürlich noch andere Karten. Legend of Blue Eyes White Dragon. Das ist es. Richtiges Schmuckstück. Ja, richtiges Schmuckstück. Bin sehr zufrieden, dass ich das Ding jetzt hier habe. Lady of Nightmare, das ist aber nur die leere Verpackung. Ja, das sind also alles die alten Displays 2003, 2004. Das ist aber nur die leere Verpackung. Meine Freundin hat sich in die Verpackung geliebt und der Verkäufer hat es uns gegeben. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Dann geht's weiter. Eine Tinbox, eine schöne. Das ist diese, die Yugi-Tin Box, auch von 2003, Konami. Was da drin ist, ein Booster Pack Legend of Blue Eyes White Dragon, Metal Raiders, Magic Ruler, Pharaoh Servant, Labyrinth of Nightmare und eine Karte, ja. Das ist der Magier. Davon gehe ich jetzt mal aus. Legacy of Darkness, das alte, ja, sieht auch sehr schnieke aus. Und hier ist zum Beispiel eine Karte, die ich damals gezogen habe. Ich glaube, das ist auch die Chase-Karte. Zumindest eine der Chase-Karten. Dieser rothaarige hier, ja. War recht günstig hier. Aber ich will mir halt erstmal die ganzen Displays besorgen. Auch wenn sie unlimited erstmal sind. Also dieses ist unlimited. Das LOB ist in First. Aber später will ich die dann austauschen. Ja? Also das ist jetzt aktuell noch un First. Aber ja, wenn ich dann das nächste bekomme, dann tausche ich die einfach aus. Weiter geht's mit dem Lieblingsdisplay von mir. Und was ich an dieser Sache sehr cool finde, es ist die deutsche Ausgabe, ja. Also das ganze Ding ist in Deutsch, ist auch unlimited. Und ich freue mich sehr, es zu haben, weil, wie gesagt, da ist halt der Drache drin, den ich am meisten feiere. Ihr seht es vielleicht hinten auf dem Artwork. Und ich habe das zwar schon, aber meins ist in Englisch, ja. Und ich persönlich würde halt lieber deutsche Displays haben, deutsche Karten haben. Auch wenn ich sie graden lassen würde, würde ich am liebsten deutsche haben. Aber ja, in diesem Fall war mir das jetzt hier egal. Ja, und das war meine Ausbeute. Was sagt ihr dazu? Geil oder nicht?